Das Wort hat die Kollegin Karin Mark für die CDU. Jetzt fällt auch noch das Mikrofon aus. Nein. Das Wort hat die Kollegin Karin Mark für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben es gehört, das Prostitutionsgesetz von 2002 war gut gemeint, das gestehe ich zu. Mit der Osterweiterung ist aber so viel geändert worden, da sind so wichtige Themen neu gekommen, dass es jetzt längst überfällig ist, dieses neue Prostitutionsschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Und viel Zeit wurde vertan, das muss man hier auch sagen, wo nur darüber diskutiert wurde, wer ist denn nun vermeintlich oder tatsächlich schutzbedürftig. Und jetzt, liebe SPD, ja, es gibt sie, die freien Sexarbeiterinnen, die Zufriedenen, die sich in den Verbänden mit 34 Mitgliedern organisieren, die man im Fernsehen sieht, in den Talkrunden, die in der Anhörung vertreten sind. Es gibt die selbstständige Sexarbeiterin. Ich habe auch mit einer gesprochen. In Voll- und Teilzeit, das sind die Studentinnen. Das ist der Escort-Service, der sich etwas dazu verdienen will. Aber das ist nicht das Berufsleitbild, wie man uns weismachen will. Wir in der Union, wir sehen die vielen Zwangsprostituierten bei ihrer täglichen Arbeit. Die Würde des Menschen, so steht es im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das umfasst auch und vor allem das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und trotzdem wird in Deutschland jeden Tag diese Würde von Frauen insbesondere mit den Füßen getreten. Realität ist doch, Prostitution ist in Deutschland im Wesentlichen Armutsprostitution. Wir reden von Frauen und Mädchen in totaler Abhängigkeit. Der Anteil der ausländischen Frauen steigt bei mir zum Beispiel in Stuttgart seit Jahren kontinuierlich an. Wir liegen derzeit bei 90%. Diese Frauen kommen aus Osteuropa, Rumänien, Bulgarien, Ungarn. Der größte Teil entstammt zum Beispiel der Volksgruppe der Roma. Es sind türkische Minderheiten in Bulgarien und Rumänien. Ein Teil kommt aus Afrika. Die Frauen sprechen kaum Deutsch, die können weder lesen noch schreiben und viele sind sogar gar nicht alleine hier. Die bringen die Brüder, die Ehemänner und Väter mit und es ist fürchterlich, aber manchmal sind es auch die Mütter, die ihre Töchter nach Deutschland bringen und in die Prostitution. Die Prostituierte erwirtschaftet dann nicht nur das Geld für die Familie zu Hause, sondern auch den Unterhalt für die sie gleitenden Personen. Und fürchterlich ist, je besser diese Frauen funktionieren, so würde ich es jetzt bezeichnen, je versorgter die Familien zu Hause sind, umso höher wird doch der Anreiz für alle anderen, ebenfalls die Töchter, die Schwestern, die Frauen in die Prostitution nach Deutschland zu schicken. Und, meine Damen und Herren, Realität ist auch eine sogenannte Gangbang-Party, der Flatrate-Sex. Prostituierte, die morgens um 2 für 8 € Geschlechtsverkehr anbieten müssen, der sie schmerzt, weil sie noch nicht genügend verdient haben, um 130 € für ihr Zimmer pro Nacht zu erarbeiten. Realität sind die Großbordelle. 2012 Fall bei mir aus der Region Stuttgart, Flatrate-Sex für 100 €. Man darf eine Frau beliebig oft in Anspruch nehmen. Die Prostituierte erhält pro Kundenkontakt 5 €, Arbeitszeit 14 Stunden täglich an 6 Tagen in der Woche. Diese unfreiwillig sich prostituierenden Frauen, um die geht es uns in der Union, die wollen wir schützen. Und wenn wir in Deutschland als Bordell Europas bezeichnet werden. Der Begriff ist heute mehrfach gefallen. Dann ist es ein erbärmliches Etikett. Und das werden wir mit diesem Gesetz beenden. Und Frau Möhring, Sie haben vorher den Hurentag erwähnt. Der erinnert an die Diskriminierung von Prostituierten und oftmals deren ausbeuterische Arbeitsbedingungen. Also ich glaube, da sind wir auf gutem Wege, diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und diese Diskriminierung zu beenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Maßnahmen dazu wurden dargestellt. Richtig ist, freiwillige Ausübung der Prostitution in Deutschland durch Erwachsene und die entsprechende Nachfrage bleibt in Deutschland zulässig. Auch wenn ich persönlich sehr viel Verständnis für das schwedische Modell habe, je länger ich mich mit Prostitution beschäftige.
Aber es wird künftig wenigstens eine persönliche Anmeldepflicht geben, die die bisher weitgehend unsichtbaren Frauen aus Osteuropa, die sogenannten importierten Frauen, überhaupt erst sichtbar macht. Und uns geht es vor allem um die Gelegenheit zur persönlichen Kontaktaufnahme, um die Gelegenheit zur Beratung. Und mit dieser persönlichen Anmeldepflicht können doch zum ersten Mal die Frauen über elementare Rechte in Deutschland aufgeklärt werden, ihnen eine Information gegeben werden. Und liebe Frau Schaus, ohne diese Anmeldung dürfen die Frauen im Bordell zum Beispiel gar nicht arbeiten. Das heißt, der Zuhälter hat ein hohes Interesse sogar daran, dass die sich anmelden. Also ich glaube nicht, dass die dadurch in irgendeiner Form in der Illegalität verschwinden. Nächstes Thema: Prostituierte sind oft sehr junge Menschen, die zwar auf dem Papier volljährig sind, aber mit 18 bis 21 noch, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, sehr beeinflussbar sind und vielleicht sogar, ich zeige jetzt die Anführungsstriche, formbar im Sinne, und im Sinne ihrer Zuhälter und der sogenannten Loverboys. Die Polizei berichtet, dass diese Gruppe sehr junger Frauen seit der EU-Osterweiterung auch sehr, viel, sehr deutlich zugenommen hat. Und die brauchen unseren Schutz am allermeisten. Und deswegen ist es gut, dass wir für die unter 21-Jährigen ein erhöhtes Schutzniveau eingeführt haben, mit der jährlichen Anmeldung, mit der sechsmonatigen Gesundheitsberatung. Und ich ärgere mich ganz persönlich, dass wir das Verbot mit Ihnen nicht erreichen konnten. Vielleicht schaffen wir es in der Anhörung. Prostitution ist kein Beruf wie jeder andere. Die Frauen und Männer sind erheblichen psychischen und physischen Gefahren ausgesetzt. Lebensumstände und Gesundheitsrisiken können sich schnell verändern. Ich nenne den Suchtmittelmissbrauch. Ich nenne das Schutzverhalten bei sexuell übertragbaren Krankheiten. Und da kann sich durch den wiederholten Kontakt mit der Anmeldebehörde, mit der Beratungsstelle durchaus eine Vertrauensbeziehung entwickeln. Und die ist Voraussetzung dafür, dass Gewalt, Drogenkonsum und Zwang überhaupt angesprochen werden können. Kollegin Marx, die anderen Punkte müssen Sie jetzt bitte in die Anhörung verschieben und zum Schluss kommen. Dann komme ich zum Schluss. Ich bin der Überzeugung, dass wir mit dem Prostitutionsschutzgesetz, mit der Umsetzung der Menschenhandelsrichtlinie, die wir im Anschluss diskutieren, und mit den geplanten Änderungen im Strafrecht zum Schutz des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung nochmals sehr viel für Frauen in Deutschland erreichen. Da bin ich stolz drauf als Unionsmitglied. Wir bleiben dran. Dankeschön.